Komm durch die mächtige Fürsprache des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so viel geliebten Frau. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so viel geliebten Frau. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so viel geliebten Frau. Guten Morgen. Guten Morgen. Haben Sie gut geschlafen? Ja. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Yeah. Yeah. So, let us thank him for that. A good sleep is a gift of God. Danken wir Gott dafür, denn ein guter Schlaf ist ein Geschenk Gottes. Do you remember any day in which you were not able to sleep? Könnt ihr euch dann irgendwelche Tage erinnern, wo ihr nicht gut geschlafen habt? Ja. See, then only we will know how, what a great blessing is a good sleep. Also nur dann wissen wir, was für ein großes Geschenk ein guter Schlaf ist. See, when there is no peace of mind, we cannot sleep. Wenn wir keinen Frieden im Herzen haben, dann können wir nicht gut schlafen. But when he gives us the peace, aber wenn er uns diesen Frieden schenkt, yeah, then we can sleep nicely. Dann können wir auch wunderbar schlafen. Yeah. So, one thing which I want to start with is what happened yesterday. Womit ich heute anfangen möchte, ist mit dem, was war gestern? No, yesterday we were having Eucharistic procession. Gestern haben wir eine eucharistische Prozession hier durch das Haus gemacht. During that time, what was coming into my mind was, what was Jesus telling to Vera Greta? Und während wir diese eucharistische Prozession gemacht haben, da fiel mir auf einmal ein, da kam in meinen Sinn, was hat denn Jesus zu der Vera Greta gesagt? So, one question is coming. I will ask you one question after reading this. Also ich lese jetzt was und danach stelle ich euch die Frage, die dann auch mir gekommen ist. Okay. Jesus said to Vera Greta like this. Also Jesus hat der Vera Greta offenbart, so wie ich jetzt sage. This is the message he has written to be given to Pope Paul the Sixth. Und diese Botschaft ist dann auch Papst Paul dem Sechsten übergeben worden. There were four letters. This was in one of the letters. Es wurden vier Briefe an den Papst übergeben. Dies ist einer davon. If God allows, we will read some more today. Wenn Gott es zulässt, dann werden wir noch ein bisschen mehr lesen. Aber jetzt fangen wir erstmal an. So, my question is, do you remember something? Do you feel something when you read this passage? Also meine Frage, die ich euch jetzt schon mal stelle, ist, werdet ihr von etwas berührt? Erinnert ihr euch an etwas, wenn wir jetzt gleich diesen Text hören? Okay. With regard to our Eucharistic procession. Also im Hinblick auf die eucharistische Prozession, die wir gestern gemacht haben. Jesus says. Jesus sagt. I am Jesus in the Eucharist, speaking from the tabernacles. Ich bin Jesus in der heiligen Eucharistie und ich spreche aus dem Tabernakel heraus. I want to go out of the churches. Ich möchte aus den Kirchen herauskommen. I want to go into your streets. Ich möchte durch eure Straßen gehen. Into your families. Ich möchte in eure Familien kommen. To approach, to seek out those souls who do not seek me. Um euch zu unterstützen und um die zu besuchen, die mich überhaupt nicht mehr aufsuchen. Those who do not come to me. Die besuchen, die nicht zu mir kommen. Those who do not come to my house. Die, die nicht in mein Haus, die Kirche kommen. I want to give me to the poor. Ich möchte mich den Armen schenken. To the wretched. Die Verstoßenen möchte ich mich schenken. Do you remember anything? Do you feel anything? Merkt ihr etwas? Spürt ihr etwas? What? Was spürt ihr? This is what we did yesterday. Genau das haben wir gestern getan. No? Take me out of the churches. Tragt mich heraus aus der Kirche. Huh?
Take me into families. Yesterday we have taken Jesus to the families. Bringt mich zu den Familien. Wir haben gestern Jesus in die Familien gebracht. No, few families we took Jesus to yesterday. Ein paar Familien haben uns die Türen geöffnet und wir haben ihn reingebracht. Take me into the streets. Tragt mich durch die Straßen. Did we go through the streets? Sind wir gestern durch die Straßen gegangen? Yes. Ja. And take me to those who do not come to me. Und bringt mich zu denen, die nicht zu mir kommen. Did we take? Haben wir das gemacht? To God's children who do not come to him. Haben wir ihn zu den Leuten gebracht, die nicht zu ihm kommen? The Lord went to them. Der Herr ist selbst zu ihnen gegangen. Through our hands. Durch unsere Hände. Okay. To those who do not seek me, love me, do not come to my church. Die, die mich nicht suchen, die mich nicht lieben, die nicht in meine Kirche kommen. Take me to the poor. Bring mich zu den Armen. Did we take? Haben wir ihn zu den Armen gebracht? Yeah. See, we are living the words of Jesus. Seht, wir leben diese Botschaft Jesu. No? So we are slowly fulfilling the wish of the Lord. Also nach und nach erfüllen wir so den Wunsch des Herrn. Take me out to my children who do not come to me. Bringt mich hinaus zu meinen Kindern, die nicht mehr zu mir kommen wollen. Especially to the poor. In besonderer Weise zu den Armen. So the Catechism of the Catholic Church tells like this. Und da hören wir jetzt aus der Lehre des Katechismus der katholischen Kirche. 1397 tells. Im Paragraphen 1397, da heißt es: Eucharist commits us to the poor. Die Eucharistie geht durch uns zu den Armen. To receive in truth the body and blood of Christ given up for us, we must recognize Christ in the poorest. Also damit wir Jesus, der uns in der Eucharistie gegeben wird, damit wir ihn in rechter Weise empfangen und leben können, müssen wir ihn in den Armen erkennen. Because Jesus has shown that example. Weil Jesus hat uns selbst dieses Beispiel gegeben. Always with the poor and the sinners. Er war immer mit den Armen und mit den Sündern zusammen. Yeah. And we are also trying to live the gospel. Und wir versuchen, das Evangelium zu leben. So in a way we can say that this is a house in which, in to some extent, we are living as living tabernacles. Und dies ist ein Haus, wo wir uns ausstrecken und versuchen, wie lebendige Tabernakel zu leben. Do you feel that? Spürt ihr das? Ja? Ja. Okay, so let's come back to the topic. Kommen wir jetzt zurück zum heutigen Thema. So many things to say. Ach, ich habe so viel zu sagen. Okay, so what I want to say is, let's start from what the first message Jesus gave to Vera Greta. Also fangen wir an mit der ersten Botschaft, die Jesus an die Vera Greta gegeben hat. He tells like this. Und da sagt er so. He tells. The wine and the water are us, you and I and you, you and I. Also er sagt, Wasser und Wein, das sind wir, du und ich, ich und du. We are one. Wir sind eins. And my Father's will is that I abide in you and you in me. Und der Wille meines Vaters ist, dass ich in euch bleibe und ihr in mir. Together we will bear great fruit. Zusammen werden wir reiche Frucht bringen. So throughout the message, Jesus compares the union between we and Jesus like the union, the fusion between water and wine during the Holy Mass. Und in dieser Botschaft vergleicht Jesus die Einheit zwischen uns und ihm mit dem Vermengen von Wasser in Wein während der Heiligen Messe. Jesus says like this, what I ardently desire from my tabernacle is the union of me with the soul. Was ich von meinem Tabernakel aus ersehne, ist meine Einheit mit den Seelen. Like the fusion of water and the wine of the Holy Mass.
So wie die Vereinigung, die Verbindung zwischen Wasser und Wein während der Heiligen Messe. So what happens during Holy Mass? Was geschieht da in der Heiligen Messe? We pour wine. Wir gießen zunächst einmal den Wein in den Kelch. And we take one drop of water. Und dann nimmt der Priester einen Tropfen Wasser. Wine represents Jesus. Der Wein steht für Jesus. One drop represents me and you. Und dieser eine Tropfen Wasser steht für dich und mich. And mix it with the wine. Und der wird mit dem Wein vermischt, dieser eine Tropfen Wasser. After that, what do you see? Was seht ihr nach dieser Vermischung? You see wine. Ja, natürlich, wir sehen den Wein. But is there water there? Ist das Wasser in dem Wein? Yes. Ja. So, there is water in that. Also, Wasser ist da drin. But when we see what? Aber wenn wir hineinschauen, was sehen wir? Wine. That means. Das heißt? When we see Jesus. When we see, means what the Lord wants is. Der Herr möchte, dass wenn wir sehen, dass wir Jesus sehen. Ja. Yeah? We should disappear. Wir sollten sozusagen verschwinden. And only the Lord should be shown. Und nur der Herr soll gezeigt werden. So one of the characters we will see in the afternoon, the characteristics of the living tabernacle, what Jesus expects. Also das ist ein Charakteristikum des lebendigen Tabernakels. Das schauen wir uns am Nachmittag noch mehr an, was Jesus von einem lebendigen Tabernakel erwartet. What he wants is, I want you to be Jesus among my people. Ich möchte, dass ihr Jesus unter meinem Volk seid. I want you to be me. Ich möchte, dass ihr ich werdet. Not I, but Jesus. Nicht ich, sondern Jesus. 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 That's why Saint Paul lived that. Das hat der heilige Paulus gelebt. That's why he says, it is no longer I who live, but Jesus who lives in me. Deswegen hat Paulus gesagt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. So he tells, when you take me to the houses, let them see me in you. Und deswegen sagt Jesus in dieser Botschaft, wenn ihr Jesus in die Häuser tragt, dann sollen sie Jesus in euch sehen. No, Jesus says, like the water and the wine become one. So wie das Wasser und der Wein eins werden. We have to become one. So sollen wir eins werden in Christus. And all should see me. Und alle sollen Jesus sehen. And I should disappear. Und ich sollte verschwinden. The more I disappear. Je mehr ich darin verschwinde, he appear more. Je mehr kann er erscheinen. The more I appear. Je mehr ich erscheine, he disappear. Je mehr muss Jesus verschwinden. Ja, yeah, ist wahr. Stimmt's? Ja. Yeah. So this is the comparison Jesus gave to her. Das ist dieser Vergleich, den Jesus der Vera Greta gezeigt hat. And he tells. Und dann sagt er. How I long for this union with the soul. Wie sehr verlange ich nach dieser Einheit mit den Seelen. How I long to reveal to my soul this ardent desire of mine. Wie sehr verlangt es mich danach, den Seelen zu offenbaren, was für ein Verlangen ich da habe. To how many will I say after Holy Communion, make a place for me in you. Zu wie vielen sage ich nach der Heiligen Kommunion, mach doch bitte einen Platz für mich. That I may dwell in your soul. Damit ich in deiner Seele wohnen kann. That I may make of you a small and a great church. Dass ich aus dir eine kleine oder eine große Kirche machen kann. That goes. Und die sich bewegt, die geht. That walks through the ways of the world. Die durch die Wege der Länder geht. That I may be taken into families. So dass ich in die Familien hineingetragen werden kann. And be made to be involved in your day, in your activities. Und dass ich in euren Tag, in eure Tätigkeiten hineinwirke. Wherever you go and whomever you meet.
Wo immer du auch hingehst und wen immer du auch triffst oder begegnest. Allowing Jesus also to participate in our daily life. So erlauben wir, gestatten wir Jesus, dass er an unserem täglichen Leben teilnimmt. Instead asking Jesus, Jesus, are you happy with my life? Und deswegen fragen wir Jesus zwischendurch, Jesus, freust du dich über mich, über das, was ich jetzt gerade tue? Lord, what shall we do today? Herr, was sollen wir heute zusammen tun? Okay, what shall I say to this child of yours, Lord? Was soll ich zu diesem deinem Kind sagen? So who decides? Wer entscheidet? He decides. Er soll es entscheiden. Not I decide. Nicht ich entscheide. So it is, he is the master. Also er ist der Herr. Then we will see that he works. Dann werden wir wirklich sehen, wie er wirkt. It becomes his mission. Dann ist es sein Auftrag. Ja. Yeah. Seine Mission. And he tells, whatever you do, und er sagt, was immer ihr auch tun werdet, we should do always together. Wir sollten das immer zusammen tun. Together we shall bear fruit. Zusammen werden wir Frucht bringen. No? Together, water and the wine. Schaut euch das Wasser und den Wein an. Like the wine and the branches. So wie die Reben am Weinstock. No? Wine and the branches. Reben und Weinstock. And Jesus says, apart from me, you can do nothing. Und da sagt Jesus, getrennt von mir könnt ihr gar nichts. But with me, you can do everything. Mit mir ist euch alles möglich. Yeah. Okay. So we know the first thing what Jesus expects is that union. Also wir haben gesehen, das Erste, was Jesus erwartet, was er sich wünscht, ist diese Einheit, diese And Verbindung. The second is mission. Und das Zweite ist die Sendung. No, the union and mission is there in that word, take me with you. Also diese Vereinigung und diese Sendung ist beides in diesem Wort, trage mich in dir. Yeah. Union and mission. Einheit und Sendung. He tells. Er sagt, the mission of the tabernacle is apostolate. Die Mission dieses Tabernakels ist ein Apostolat. I know that my children will forget my presence. Ich weiß, dass meine Kinder meine Gegenwart immer wieder vergessen. I know they are weak. Ich weiß, dass sie schwach sind. But the more you try. Aber je mehr du es versuchst. No, he's happy with our efforts. Er freut sich über unsere Bemühungen, über unsere Anstrengungen. And he tells, und er sagt, let me act in you. Lass mich in dir handeln. And you will receive the spiritual fruits that derive from the holy sacrifice of the holy mass. Und du wirst die geistigen Früchte empfangen, die aus dem heiligen Messopfer hervorgehen. And the people who are near you. Und die Menschen in deiner Nähe also will receive those graces. Werden diese Gnaden in gleicher Weise empfangen. Yeah. So that the ultimate aim of Jesus is, he wants to spread the whole world with himself. Also das zusammengefasste Ziel Jesu ist, dass er seine Gegenwart auf die ganze Welt ausbreiten will. Yeah. With so many living tabernacles in each and every part of the world. Mit so vielen lebendigen Tabernakeln überall auf der Welt. So that everybody will receive the presence of the Lord. So dass jeder die Gegenwart des Herrn wahrnimmt. And he tells. Und Jesus sagt, I will give you a teacher. Ich werde euch dazu auch einen Lehrer geben. How to live as a living tabernacle. Damit ihr wisst, wie ihr als ein lebendiger Tabernakel leben sollt. And the teacher whom I will be giving to the living tabernacles und is der Lehrer, den ich den lebendigen Tabernakeln gebe, ist the best teacher I can give you. Den besten Lehrer, den ich euch geben kann. It is my mother. Das ist nämlich meine Mutter. My mother will be the teacher and guide of every living tabernacle. Meine Mutter wird der Lehrer und der Begleiter und der Führer eines jeden lebendigen Tabernakels sein. So Jesus tells to Pope Paul VI. Und so hat Jesus auch in dieser Botschaft zu Johannes Paul VI, Papst Paul VI gesagt, I want those who must become living tabernacles to be consecrated souls. Ich möchte, dass die diese lebendigen Tabernakel sind, dass das geweihte Seelen sind. Priests of fervent love, great charity and pure love.
Priester mit einer großen Nächstenliebe und reiner Liebe. And let it among the Salesian fathers that my work of love is born. Und dieses Werk soll unter den Salesianern entstehen, geboren werden. May it develop and spread since my mother, may the help of Christians will be the guide and teacher for every soul, for every living tabernacle. Und dann wird Maria, die Mutter und Hilfe aller Christen, die geistige Führerin eines jeden lebendigen Tabernakels sein. And she will teach inwardly. Und sie wird auf würdige Weise lehren. Four things. Vier Dinge. How to love. Wie wir lieben sollen. How to adore. Wie wir anbeten sollen. How to carry. Wie wir Jesus tragen sollen. And how to give Jesus. Und wie wir Jesus schenken sollen. How to love Jesus. Wie wir Jesus lieben sollen. How to adore Jesus. Wie wir ihn anbeten sollen. How to carry Jesus. Wie wir Jesus tragen sollen. And how to give Jesus to others. Wie wir Jesus an die anderen weitergeben sollen. Who will teach? Wer lehrt uns das? She will teach. Sie, die Mutter Gottes. Yeah. And she, Jesus tells. Und dann sagt Jesus weiter. May she be proclaimed the mother of the work. Sie soll als die Mutter des Werkes verkündet werden. Mother of every soul. Die Mutter jeder Seele. Mother of victory. Die Mutter des Sieges. So that with her. So dass mit ihr. Every soul may fight and overcome. Dass mit ihr jede Seele kämpfen und gewinnen kann. Every living tabernacle triumph over itself. Jeder lebendige Tabernakel versucht sich voranzubringen. Over the snares of the enemy. Die Feinde zu überwinden. And may she be proclaimed mother of victory. Und deswegen soll sie, die Mutter Gottes, als die Mutter des Sieges verkündet werden. That precedes my return. Und das, dass ich sie so bei meinem Wiederkommen empfange. My coming among you. Mein Wiederkommen unter euch. And do you remember anything when you read this? With regard to tomorrow. Erinnert ihr euch an irgendetwas, wenn ihr das jetzt hört, im Hinblick auf morgen? She may be proclaimed the mother of victory. Sie soll als die Mutter des Sieges verkündet werden. And with her, every soul will fight. Und mit ihr wird jede Seele kämpfen. And overcome over all the snares of the enemy. Und alle Angriffe des Feindes überwinden. And she will be called the mother of victory. Und sie wird die Mutter des Sieges genannt werden. What is tomorrow? Was ist morgen? A feast of Our Lady of Rosary. Morgen ist das Fest unserer lieben Frau vom Rosenkranz. When did it start? Who began that? Wie kam es zu diesem Fest? Wann hat es begonnen? How did it happen? Battle of Lepanto. Ah, Battle of Lepanto. Ja, durch die Schlacht bei Lepanto. On 7th October 1571. Am 7. Oktober 571. No? There Our Lady gave the victory. Da hat die Mutter Gottes zum Sieg verholfen. So from that time, no, Pius the Fifth bestowed this particular title, Mary, Help of Christians. Und von dieser Zeit an hat Papst Pius der Fünfte der Mutter Gottes diesen Titel gegeben. No, fought against the enemies and gave victory. Dass sie gesiegt hat im Kampf gegen die Feinde. So today, no, Jesus is telling Vera Rita, my mother also should be proclaimed as mother of victory. Und Jesus sagt eben zu der Vera Greta, dass seine Mutter auch angerufen und verkündet wird als Mutter des Sieges. So she helps us to overcome two enemies. Also die Mutter Gottes hilft uns, zwei Feinde zu überwinden. No, against myself. Den Feind, den ich in mir selber habe. And the snares of the evil one. Und dann die Angriffe des Bösen um mich herum. And also the world. Und die Welt. Yeah. So this is what Jesus promises. Das hat Jesus versprochen. And he tells. Und er sagt, carrying me means giving me.
Mich zu tragen heißt gleichzeitig auch mich zu geben. Bringing Jesus in the Eucharist means immolation with Jesus. Immolation means self-sacrifice, no? Okay. Jesus zu tragen, Jesus zu bringen, heißt mich selbst zu heiligen, mich selbst zu opfern, mich selbst darzubringen. Okay, so carrying Jesus, bringing Jesus, den lebendigen Jesus zu tragen. Dying to myself. Heißt, dass ich mir selbst sterbe. How do we get the Eucharist? How do we get the Eucharist? Wie empfangen wir die Eucharistie? No? The bread is grinded. Das Brot, das ist erstmal das Korn, was zermahlen wird. And how do we get it's broken? Und dann, bevor wir die Eucharistie empfangen, wird sie gebrochen. And given. Und das gebrochene Brot wird uns so gegeben. Jesus is telling. Und so sagt Jesus. Bringing Jesus in the Eucharist means ready to be broken, to be given to others. Um Jesus in der Eucharistie weiterzutragen, heißt, dass wir uns auch opfern, dass wir uns hingeben, dass wir gebrochen werden für die anderen. He expects self-sacrifice. Also er erwartet diese Selbstaufopferung, diese Selbstdarbringung. No? Ready to be broken. Dass wir bereit sind, uns zerbrechen zu lassen. No? You, to be Eucharist. Um Eucharistie zu sein. Means to be ready to be broken. Das heißt, dass wir bereit sind, uns brechen zu lassen. Okay. So this is what Jesus tells, and also some of the promises Jesus gives to the living tabernacles. Also das hat Jesus gesagt, und er gibt auch noch ein paar Verheißungen, ein paar Versprechen. There are few promises. Ein paar Verheißungen gibt es. Number one. Erstens. I will shed the grace of my divine presence upon those who happen to be near me through you. Also ich werde meine Barmherzigkeit auf diejenigen ausgießen, die durch euch nahe zu mir kommen. So, he will give the grace of his presence to all those people who happen to be near you. Also er schenkt die Gnade seiner Gegenwart den Menschen, die uns nahe sind. And he will give increase of faith. Und er wird den Glauben stärken. Conversion of sinners. Er wird die Sünder bekehren. Serenity and peace. What is serenity? A tranquility. Huh? Serenity. What is peace? Okay, it's peace. Also er gibt Frieden. Okay. And none of them will die without me. Und niemand wird ohne mich sterben. And at the hour of their death, I will be near them. Und in der Stunde ihres Todes werde ich ihnen nahe sein. And they will have a special love for the Eucharist. Und sie werden eine besondere Liebe zur heiligen Eucharistie haben. And that is one of the characteristics of a living tabernacle. Und das ist eins der besonderen Charakteristika eines lebendigen Tabernakels. Those who call to my work will receive a special fervor for my Eucharistic love. Die sich auf mein Werk berufen, sie werden eine besondere Liebe zur Eucharistie haben. Which will characterize them as the beloved ones of my love. Und sie werden genannt die Geliebten meiner Liebe. Like Saint John. Wie der heilige Johannes. And we become the beloved ones of the Eucharistic Lord. Wir sind die Geliebten des eucharistischen Herrn. So this is some of the promises Jesus gives. Das sind einige von den Versprechen, die Jesus gibt. And you know, this work was first given to the Salesians and extended to the Carmelites and to the whole church. Und ihr wisst, dieses Werk ist zunächst den Salesianern übergeben worden, dann den Karmeliten, und dann soll es sich in der ganzen Welt ausbreiten. Because it is a lot of similarity we see in the life of Saint Don Bosco and the life of Vera Gritta. Weil es gibt wirklich viele Parallelen, die wir sehen im Leben von dem heiligen Johannes Bosco und der Vera Gritta. Because when Saint John Bosco was 9 years old, he saw a dream. Als der Johannes Bosco 9 Jahre alt war, da hatte er einen Traum. He saw a lot of wolves and a lot of sheep. Also er sah auf der einen Seite viele Wölfe und auf der anderen Seite viele Schafe. Yeah. A lot of children, good children and the bad children. Also
gute Kinder, schlechte Kinder. Fighting. Und sie kämpften gegeneinander. Like the good sheep and the wolves fighting. So wie der Wolf mit den Schafen kämpft. So Don Bosco went in the midst of them. Und Johannes Bosco hat sich in die Mitte gestellt, to avoid this fighting between the children. Um diese auseinanderzubringen und den Streit zu beenden. He was not able to. Aber es war ihm nicht möglich. Er hat das Beste versucht, aber es gelang ihm nicht. Then she saw, he saw somebody, he saw Jesus. Und dann auf einmal sah er Jesus. Then he told Jesus, I cannot. Und er sagte zu Jesus, ich schaffe das nicht. Then Jesus said, I will give you a teacher. Und dann hat Jesus zu Don Bosco gesagt, ich gebe dir einen Lehrer. And she will help you to make this wolf sheep. Und eine Lehrerin, und sie wird dir helfen, dass aus diesem Wolf ein Schaf wird. Yeah. And when Don Bosco saw, he saw a lady. Und als Don Bosco dann hinschaute, sah er die Mutter Gottes. Then Don Bosco asked, "Who are you?" Und Don Bosco fragte sie, wer bist du? Then Our Lady said, "I am the mother of the person with whom you are speaking till now." Also ich bin die Mutter dessen, mit dem du da in Liebe gesprochen hast. So from that time she guided the work of Don Bosco. Und von diesem Augenblick an hat sie das Werk von Don Bosco begleitet. So the same words Jesus gives to Vera Greta. Und ungefähr dieselben Worte sagt Jesus zu dieser Vera Greta. I will give my mother as the teacher and guide. Ich werde dir meine Mutter als Lehrerin und Begleiterin geben. And one of the before becoming a living tabernacle, Jesus expects that all his children should be consecrated to the Immaculate Heart of our Blessed Mother before becoming a living tabernacle. Und bevor jemand zu einem lebendigen Tabernakel wird, fordert Jesus ihn auf, dass er vorher eine Weihe an das unbefleckte Herz Mariens macht. Because Mary was the one who made a worthy dwelling place for the Lord. Weil die Mutter Gottes, sie hatte ein würdiges Herz, einen würdigen Platz, um Jesus aufzunehmen. So it is she who can make all of us a worthy dwelling place for the Lord. Und deswegen kann auch sie in uns einen würdigen Platz für den Herrn bereiten. And you know, in the life of Saint Don Bosco, when he became a priest, he saw a famous dream of two columns. Und als Don Bosco Priester wurde, gibt es ja diesen bekannten Traum, dass er diese zwei Säulen da gesehen hat. You see, the dream was like this. The church was shown like a big boat, big ship. Der Traum war so, dass die Kirche gezeigt wurde als ein großes Schiff. In the ocean. Auf dem Ozean. And after some time there was a terrific storm. Und nach einer Zeit kam es zu einem richtig heftigen Sturm. And there was the Pope. Und dann war da der Papst. And it was about to fall down, sink in the ocean, in the und wind. Der Papst saß in dem Boot und es war fast so, dass das Boot untergehen würde in diesem Sturm. So what did the Pope do? Und was tat der Papst? Then when he prayed, there came up two pillars. Er betete und da stiegen auf einmal zwei Säulen auf. On the top of one pillar there was a Eucharist. Auf der einen Säule war oben die Eucharistie. And the top of another pillar there was our Blessed Mother. Und auf der anderen Säule war die Mutter Gottes. So the Pope put the anchor on one on the Eucharist and tied, and another on Mother Mary and that pillar and tied. Und der Papst hat einen Anker um die Säule mit der Eucharistie geworfen und den anderen Anker um die Säule mit der Mutter Gottes festgebunden. The ship stood still. Und dadurch kam das Boot zum Stillstand. Whatever attack came, nothing affected. Und alles, was dann noch kam, um anzugreifen, es passierte nichts. Because the ship was tied to the Eucharist, Jesus and Mary. Weil das Schiff war gebunden an die Eucharistie und an die Mutter Gottes. Yeah. So in the work of the living tabernacles. Und so ist es auch im Werk des lebendigen Tabernakels. The same thing Jesus asks. We are carrying Jesus, but our heart should be formed first by Mary.
Also wir tragen Jesus als der lebendige Tabernakel, aber unser Herz sollte vorher gebunden sein an die Mutter Gottes. Yeah. Importance of Jesus and Mary in our lives. Das zeigt die Bedeutung von Jesus und Maria in unserem Leben. Yeah. I'd like to read one of the messages what Jesus gave to Saint Paul the Sixth. Ich möchte noch eine von den Botschaften lesen, die Jesus an den Papst Paul den Sechsten gegeben hat. When we read this, the mystery of God's love. Wenn wir das lesen, da erkennen wir die Geheimnisse der Liebe Gottes. You know, who was the first pope who went out of Europe? Wisst ihr, welches der erste Papst war, der aus Europa hinausgegangen ist? Paul the Sixth. Das war Paul der Sechste. So till that time the popes were only in Europe. Bis zu dieser Zeit waren die Päpste nur in Europa. No, Paul the Sixth was the first pope who went to North America, America, Asia, India. Asia. Paul der Sechste war der erste Papst, der nach Nordamerika und nach Asien gegangen ist. Ja, Nordamerika, Südamerika, Afrika, Oceania, Asia. Nach Nordamerika, Südamerika, Asien und Afrika. Other continents. Also in andere Kontinente. First Pope. Das war der erste Papst. But you know the speciality of that. Also wisst ihr die Besonderheit dazu? Jesus told the Pope. Jesus hat es dem Papst gesagt. When you go. Wenn du gehst. Carry me with you. Dann trage mich in dir. Here. Yes. Not in communion, but in a pig, carry me. Du sollst mich in einer Bose bei dir tragen. So when Pope went for the first time, also als der Papst das erste Mal die erste Reise gemacht hat, he literally carried the Lord. Hat er den Herrn in dieser Bose bei sich getragen. When he went for the first time in many places. Das erste Mal, als er viele Orte aufgesucht hat. See, he went carrying the Lord. Er ging und trug den Herrn bei sich. Yeah. I'll read the first message Jesus gave. Also jetzt lese ich die erste Botschaft, die Jesus an Papst Paul den Sechsten gegeben hat. So Jesus tells Paul the Sixth. Er sagt zum Papst. Paul, my beloved son. Paul. Mein geliebter Sohn, chosen by the Blessed Trinity, auserwählt durch die allerheiligste Dreifaltigkeit. You are the captain of my boat. Du bist der Kapitän meines Bootes, meines Schiffes. Amidst the storms of persecuted humanity. In den Stürmen der verfolgten Christenheit. Okay, you are the captain of the boat amidst the storm. Also du bist der Kapitän des Schiffes zwischen all diesen Stürmen. Remember the dream of Don Bosco. Erinnert euch an den Traum von Johannes Bosco. I place in your hands my message of love and salvation for all souls. Ich lege in deine Hand meine Botschaft zur Errettung und zur Erlösung aller Seelen. I give myself to the souls consecrated to me. Ich gebe mich selbst den geweihten Seelen. I will be for them. Ich bin für sie da. I will go through the ways of the world. Ich gehe durch alle Wege dieser Welt. I have chosen new temples, living temples. Ich habe neue, lebendige Tempel auserwählt. I cherish the little soul that it may console me, love me, give me. Ich wähle diese kleinen Seelen aus, dass sie mich trösten, dass sie mich lieben, dass sie mich weitergeben. I, Jesus, will come with you, on you, in you. Ich, Jesus, ich komme mit dir, ich komme auf dir. And in you. Und in dir. Yeah? I, Jesus, will come with you, ich, on you and in you. Ich, Jesus, ich komme mit dir, ich komme auf dir und in dir. Jesus, one and three in one. Jesus, eins und drei in einem. Spreads out in the immensity of his love. Er bringt seine unübergehbare Liebe, sprüht er aus. I go under the Eucharistic species to seek what is about to be lost.
ich komme in den Gestalten der Eucharistie, um zu suchen, was verloren gegangen ist. To go to seek the sheep that do not seek my fold. Um die Schafe aufzusuchen, die mich nicht mehr suchen. I go to call those who no longer listen to me. Ich rufe die, die mir nicht mehr zuhören. You, my first living tabernacle. Du bist mein erster lebendiger Tabernakel. After our Blessed Mother. Nach der Mutter Gottes. Yeah. Take me with you. Trage mich in dir. Yeah. So this was a little bit of the first message. Das war ein Ausdruck der ersten Botschaft an Papst Paul VI. And in the last message, Jesus says. Und dann kommen wir zur letzten Botschaft. To the Pope, yes. You should increase your journeys. Du sollst deine Reisen fortsetzen. Because I, Jesus. Weil ich, Jesus. Want to visit all the people of the earth in you who represent me. Durch dich, der du mich repräsentierst, möchte ich alle Länder dieser Welt besuchen. You should travel more. Du sollst also mehr unterwegs sein. So that you will travel more with me on you. Du sollst mich, den du auf dir trägst, mehr mitnehmen in alle Länder der Welt. So you know the patron saint for this work of the living tabernacles are two persons. Und wisst ihr, es gibt zwei Patrone für dieses Werk der lebendigen Tabernakel. First is Saint Pope Paul the Sixth. Das erste ist der heilige Papst Paul der Sechste. So all these four messages were given to Pope Paul the Sixth through the spiritual director of Vera Gritta. Und diese vier Botschaften an den Heiligen Vater Papst Paul VI. Sind gegeben worden durch den geistigen Begleiter von Vera Gritta. And Pope Paul VI blessed the work. Und Papst Paul VI, er hat dieses Werk gesegnet. Ja. Yeah, the work of the little souls is something different or similar? Little souls, I don't know. Something different. Don't know. Okay, so one is Pope Paul the Sixth. Also der eine Patron ist Papst Paul der Sechste. And the second is Saint Tarcisius. Und der zweite Patron ist der heilige Tarcisius. Do you know who is Saint Tarcisius? Kennt ihr den heiligen Tarcisius? Ja. Who is he? Wer ist das? Yeah, in the first centuries, das war im ersten Jahrhundert, there were a lot of persecution. Da gab es so viele Christenverfolgungen. They were not allowed to celebrate Holy Mass. Da war es überhaupt nicht erlaubt, die Heilige Messe zu feiern. So they used to celebrate in the underground churches. So wurde in den Untergrundkirchen die Heilige Messe gefeiert. And those who were not able to come for the Mass, und die nicht zur Heiligen Messe kommen konnten. Communion was given in a pyx, like the priest takes to the sick people. Da wurde in dieser Bose die heilige Eucharistie gebracht, so wie wir das heute kennen, wie es zu den Kranken gebracht wird. So, this Tarcisius, he was a young boy. Und dieser Tarcisius, er war ein Junge. So he kept Jesus inside. Er trug Jesus in dieser Bose. And was taking Jesus to the sick people. Und brachte Jesus eben zu den Kranken, zu denen, die nicht zu der Kirche kamen. So on the way the Roman soldiers stopped him. Und auf dem Weg wurde er von den römischen Soldaten angehalten. And told him to, no, because I think he was carrying like this. Ich denke, er hat es so geschützt und deswegen sagten die Soldaten, er soll das hergeben. So the soldiers told him to give what is inside. Sie wollten die Eucharistie ihm nehmen. He said no. Und er sagte, nein, das tue ich nicht. Then they beat him and at the end they killed him. Zunächst haben sie ihn geschlagen, geprügelt und schließlich haben sie ihn getötet. He wanted to protect Jesus. Aber er hat Jesus beschützt. No? At the end he was killed. So dass er am Ende getötet wurde. He was killed when he was a living tabernacle. Als er ein lebendiger Tabernakel war, wurde er getötet. What he was doing? Was hat er getan? He was taking the Eucharistic Lord to the people who cannot come to him. Er hat
den eucharistischen Herrn zu den Menschen getragen, die nicht zu Jesus kommen konnten. Carrying Jesus to his children who cannot come to him. Er trug Jesus zu den Menschen, die nicht zu Jesus kommen konnten. First martyr, living tabernacle. Living tabernacle martyr. Es ist der erste Märtyrer der lebendigen Tabernakel. Ja? So he is our second patron. Also deswegen ist das der zweite Patron. Ja? Pope Paul the Sixth and also Papst Paul der Sechste und der heilige Tarzisius. Ja. Ja, this is after that the church studied because church goes in a very slow way. Also dann ist die Kirche angefangen das zu untersuchen und zu studieren und das geht die Kirche einen sehr langsamen Weg. And you know, there was a message given to, one prophecy given to Vera Greta. Und dann gab es noch eine Prophetie, die der Vera Greta gegeben wurde. In one of the messages. In einer ihrer Botschaften. It was given like this. Da heißt es ungefähr so. One of the Salesian superiors. Einer der verantwortlichen Salesianer. Will be given high authority in the church. Dem wird eine hohe Autorität in der Kirche gegeben werden. Yeah, I think. Und ich glaube, it may be what happened last year. Ich glaube, das ist vielleicht im letzten Jahr geschehen. You know what happened? The first time in the history of the Salesian congregation. Wisst ihr, was letztes Jahr passiert ist? Da geschah etwas, das zum ersten Mal in der ganzen Geschichte der Salesianer geschehen ist. Our superior general. Unser Oberer of the whole congregation. Also der Obere, der Generalobere der ganzen Kongregation. That father. Dieser Pater. Was made cardinal by Pope Francis. Er wurde von Papst Franziskus zum Kardinal erhoben. Yeah. First time in our congregation. Das ist zum ersten Mal in unserer Kongregation geschehen. A priest directly to cardinal. Er war Priester, also Pater, und wurde direkt Kardinal. Okay. Später dann Bischof. Ja, yeah, without making bishop. Also er wurde Kardinal, ohne vorher Bischof zu sein. So he became cardinal. Also er wurde zum Kardinal ernannt. Then after becoming cardinal, he became bishop. Und nachdem er dann Kardinal war, empfing er die Bischofsweihe. Okay, because cardinal is a title. Weil der Kardinal ist ein Titel, yeah. Eine Ernennung. The preacher for the Curia, Vatican Curia. Der Kurienprediger Raniero Cantalamessa, bei dem war es auch so. That is an honor given to him. Also das ist ein Titel, der ihm gegeben wird. Yeah, but this is an office. So he is given dicas in charge of one particular dicastery. I don't know which one now. Und der Kardinal war zuständig für ein bestimmtes Dikasterium. Ich weiß es jetzt nicht genau, welches das war. And it is he. Und er ist es gewesen. Maybe few years back. Der vor einigen Jahren zuvor. Who told the Salesians? Hat er den Salesianern gesagt, also seiner Kongregation? I'll read what he told when he was a superior general. Ich lese euch jetzt vor, was er als Generaloberer gesagt hat. Maybe few months or one year before he became a cardinal. Also ungefähr ein Jahr bevor er zum Kardinal ernannt wurde. I thank the Lord from the bottom of my heart. Ich danke dem Herrn aus der Tiefe meines Herzens. For the gift given to the church and to our Salesian congregation. Für das Geschenk, was Gott der Kirche und insbesondere uns Salesianern gemacht hat. To revive faith and love in the Eucharistic presence of Jesus. Dass er Glaube und Liebe in the Eucharistic presence of Jesus. In der eucharistischen Gegenwart Jesu. Who decides to reach out and transform the lives of men and women of our time. Dass er offenbart hat, dass er hinausgetragen werden möchte zu den Männern und Frauen unserer Zeit. I bless this work. Und dieses Werk, ich segne es. And I, then he tells, you know, Salesians should study more about this. Und dann hat er die Salesianer aufgefordert, mehr darüber zu lesen und zu studieren. And spread this. Und es zu verbreiten. Yeah, and spread this and promote in the church.
und das in der Kirche zu fördern. And become living tabernacles. Und so wirklich dieses Werk der lebendigen Tabernakel zu fördern und es selbst zu werden. Then after some time, und dann nach einiger Zeit Pope Francis war es Papst Franziskus, made this priest, der diesen Priester zum Kardinal ernannt hat. Kardinal. So I think, ich glaube, I think this is the fulfillment of the prophecy. Also ich glaube, dass dies die Erfüllung dieser Prophetie ist. Because I cannot be 100% sure what the Lord wants, but from what I read. Maybe also, another priest like Father John could also. Yeah. Also ich weiß nicht hundertprozentig, aber ich habe den Eindruck, dass das die Erfüllung dieser Prophetie ist. Yes. So this is maybe in short the work of the living tabernacles. Also das ist jetzt wirklich in kurzen Sätzen erklärt, was das Werk der lebendigen Tabernakel ist. But so many things to say. Aber ich hätte noch so viel zu sagen. Maybe in the afternoon we'll see what are the expectations of Jesus from the living tabernacles. Vielleicht können wir heute Nachmittag noch ein bisschen darüber sprechen, was Jesus von diesen lebendigen Tabernakeln erwartet, was er sich da wünscht. How he wants us to live as a living tabernacle. Was wünscht er uns? Wie sollen wir als lebendige Tabernakel leben? What are the characteristics of a living tabernacle? Was sind sozusagen die Charakteristika eines lebendigen Tabernakel? You know, it's a great grace God has given us. Also ihr wisst ja, das ist eine wirklich sehr große Gnade, die Gott uns da geschenkt hat. The more we know, je mehr wir wissen, then more we will be able to say, it is no longer I who live, but Jesus who is living in me. Also je mehr wir davon wissen, je mehr werden wir in der Lage sein zu sagen und zu bekennen, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Like the water and the wine coming together. So wie das Wasser und der Wein sich in der Heiligen Messe verbinden. And people will see only wine. Und die Menschen, sie sehen nur den Wein. Yeah, only wine. Nur den Wein. So when we try to live as he wants, wenn wir versuchen, so zu leben, wie er sich das wünscht, we become another Jesus. Dann werden wir ein anderer Christus. Jesus walking. Jesus geht durch uns, mit uns. Jesus smiling. Und Jesus lächelt durch uns. Jesus embracing. Wir werden seine Umarmung. Yeah. Jesus laughing. Wir werden sein Lachen. Yeah. And he will make use. Und er macht Gebrauch davon. See, my dear friends, we don't have to do big things, but small things. Meine lieben Freunde, wir müssen nicht diese großen Dinge tun, sondern die kleinen. Like our blessed mother. So wie es die Mutter Gottes getan what hat. She asked, what she told Elizabeth, wie geht's? Sie ist nur zu Elisabeth gegangen und hat sie begrüßt. Vielleicht hat sie gesagt, wie geht's? Yeah. Guten Abend. Oder guten Abend. Ja. Yeah. He will make use of our voice. Und er wird Gebrauch von unserer Stimme machen. So as we are going to receive Jesus now. Und wenn wir jetzt zur Heiligen Messe gehen, um Jesus zu empfangen. Yeah, let us remember that. Lasst uns an alle diese Dinge uns erinnern. We are going to become Jesus. Wir werden Jesus. Yeah. We are going to become living tabernacles. Wir werden zu einem lebendigen Tabernakel. And ideally, two candles can be kept on both sides. Und deswegen idealerweise oder als Idee können dann zwei Kerzen neben uns hergetragen werden. Yeah. And the angels and the saints are around me. Und wisst, dass Engel und Heilige um mich herum sind. Adoring Jesus in me. Sie beten den Jesus, der in mir ist, an. See, when we imagine that, what a great gift, privilege we are having. Also wenn wir uns das vorstellen, dann erkennen wir, was für ein großes Geschenk, für ein großes Privileg wir haben. So let us thank the Lord for this gift. Danken wir Gott für dieses Geschenk. May God
bless all of us. Möge der Herr jeden von uns segnen. And may our blessed mother, who is the teacher and guide of every living tabernacle. Und die Mutter Gottes, die Lehrerin und die Begleiterin eines jeden lebendigen Tabernakels ist. May help us. Sie möge uns helfen. To love Jesus more. Um Jesus mehr zu lieben. To adore Jesus more. Jesus mehr anzubeten. To carry Jesus more. Jesus besser zu tragen. And to give Jesus more to his children. Und Jesus noch mehr an seine Kinder weiterzugeben. Gegrüßet seist du, Maria. Voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Amen.